Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sehe so fertig aus. Ich habe vergessen, mich abzuschminken. Oh, das ist ja noch nie passiert. Ist schon mal vorgekommen, da magst du recht haben. Hallo zu unserem neuen Vlog. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind gerade aufgewacht. Ihr wisst ja, unser Schlafrhythmus ist sowas von im Arsch. Wir sind, glaube ich, um 7 Uhr oder so morgens eingeschlafen. Jetzt haben wir... Ich noch wach. Echt? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade aufgewacht. Eigentlich haben wir jetzt in der Sekunde auch nichts zu melden, oder? Ich freue mich auf einen schönen Tag mit dir. Dankeschön, das freue ich mich und auch. Und heute wird auf jeden Fall ein entspannter Tag. Heute werden keine größten Betten der Welt aufgebaut. Nee. Oder keine... Einkaufswagen geklaut. Oder, ach, ihr wisst ja sehr, was wir alles Verrücktes gemacht haben. Heute passiert eher weniger, nicht wahr? Wir chillen heute, genießen heute den Tag. Richtig gut, Julian, dass wir eingekauft haben und so viel zu essen zu Hause haben. Heute ist nämlich alles zu. Ja, fragt der Thunfisch den Walfisch. Was soll ich Thunfisch? Sagt der Walfisch zum Thunfisch. Du hast die Walfisch. Ach, der ist so alt und schlecht. Wir hatten euch vorgewarnt, der gemütlichste Tag der Welt beginnt. Wir spielen einfach gerade ein bisschen. Aber erst haben wir gefrühstückt. PlayStation, haben gerade gefrühstückt. Ich denke, gleich machen wir einen Spaziergang. Machen den Tag heute einfach. Relaxed. Zu einem wunderbaren. Du stinkendes Ungetüm. Wir haben Weihnachten und darfst mich heute nicht beleidigen. Okay, stimmt. Ich weiß gar nicht, warum ich dir jetzt nochmal zeige. Ich fand das jetzt gerade so cool. Das ist unsere eigene Army. Vielleicht hast du ja ein riesengroßes Geschenk für mich zu Weihnachten. Ja, klar. Ich mach vielleicht ein riesengroßes Geschäft zu Weihnachten. Wow, du bist so okay, tschüss. Natürlich gibt's auch in diesem Video wieder eine Verlosung für meine Abonnenten. Haben wir doch glatt eben komplett vergessen, aber unterm Tannenbaum steht natürlich ein Geschenk für euch. Und zwar können meine Abonnenten in diesem Video ein iPad gewinnen. Ihr braucht einfach nur dieses Video zu kommentieren. Da nehmt ihr teil. Mit jedem Kommentar, den ihr schreibt, nehmt ihr sogar einmal teil. Das heißt, ihr habt quasi mehrere Gewinnchancen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne über den Link in der Infobox kostenlos machen. Wir gucken mal, wie es Frosty geht. Oh, Frosty haben wir voll die letzten Tage gar nicht mehr geguckt. Der Weihnachtsfrosty heute. Oh nein. Oh, hat halt sogar eine Weihnachtsmütze auf. Hä, wie geil ist das? Und ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Ja, du hast es dem noch aufgehangen. Du hast ihm das Ich hab das nicht aufgehangen. Ach, Julian. Hat der die selber angezogen? Also, ich war's nicht. Ich war's auch nicht. Ich schwöre. So macht man wirklich, wenn man schwört. Echt? Ich dachte, so macht man, wenn man lügt. Nee, hinterm Rücken. Aber wenn man sagt, hier, so schwur, dann macht man Du hast mir gerade Mittelfinger gezeigt. Und das Gar ist ein Weihnachten. Nicht so. Das ist eine... Leute, wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Wir haben gerade ungefähr 20 Restaurants angerufen, weil wir natürlich uns keinen Tisch oder irgendwas reserviert haben. Dachten, und wir waren natürlich auch nicht einkaufen. Erst dachten wir so, ja komm, lass doch richtig gemütlich im Bett irgendwas essen bestellen. Und weiß nicht, man kann sogar noch an Heiligabend Pizza bestellen, das wäre noch nicht mal das Problem. Aber jetzt dachten wir, boah, wie schön wäre das, irgendwie so ein Dinner in so einem Restaurant oder so. Jetzt haben wir 20 Restaurants angerufen und haben eine halbe Stunde entfernt, ist einfach mal ein Schloss. Und da haben wir noch einen Tisch für zwei Personen. Ja. Mega Zufall, zwei Personen abgesagt, hier können sie jetzt rein. Wir müssen es jetzt sofort fertig machen. Genau. Ich meinte feierlichen Dresscode. Oh, ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Denkst du, es reicht, wenn ich das eine Hemd da anziehe oder so? Das Polo-T-Shirt. Ja, meine ich. Ja, ich habe nur Angst, dass dir das zu kalt wird. Dann nimm irgendwie noch... Ja, eine Jacke oder ein Hemd. Leute, ich bin gar nicht so der Typ, der voll schick rumläuft. Oh Mann, ich weiß Siehst du ein Kleid an? Weiß ich nicht. Schloss essen. Wir wollten dann einfach nur den Tag so für uns haben, genießen, chillen. Einfach wirklich, die letzten Tage war durch das Vloggen und so auch oft anstrengend für uns, weil wir immer sehr lange wach waren und so. Und dann dachten wir einfach, scheiß auf alles, einfach nur den Tag genießen. Wir haben es übrigens so ausgemacht, dass wir am ersten Weihnachtstag mit meiner Familie verbringen. Genau. Zweiten Weihnachtstag mit ihrer Familie. Meiner Familie. Wir müssen uns jetzt echt schnell fertig machen. Wir brauchen eine halbe Stunde bis dahin und die meinte, um 18.30 Uhr beginnt. Wir haben jetzt 18.10 Uhr, aber zu Not... Okay, ja gut. Wir können zur Not auch um 19 Uhr kommen. Mal Perfekt. Sehen. Gut. Freu mich. Ich freue mich auch. Das sieht hier alles auf jeden Fall ziemlich schön aus. Das sieht aber auch ziemlich schick aus. Mhm. Ich bin heute übrigens der friedliche Julian, der keine Kugel kaputt steigt. Stimmt. Okay, vielleicht später noch. Nein. Sieht echt aus wie in so einem Schloss, alles auch so alt, schick gemacht. Wie man uns kennt, sind wir 2 Minuten zu spät, weil ich weiter sage. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay. Es wird immer mehr. Cold winter's night that was so deep. Noel, Noel.
Bist du der Weihnachtsmann? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ja, wen haben wir denn da? Und wie war's? Sehr schön. Leckeres Essen. Wie viel Uhr haben wir? Und mein Papa ruft an, würde ich sagen. Hier. In der Sekunde was? Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt mittlerweile 12 Uhr. Was laber ich für einen Scheiß? 22.36 Uhr. Wir gehen jetzt nochmal hier durch diesen Schlosspark spazieren. Das sieht nämlich mega schön aus. Guck mal, überall hier nochmal ein riesen Weihnachtsbaum und überall ist alles so schön beleuchtet. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall super schön hier. Ich freue mich total, dass wir hier hingegangen sind, weil ich gar nicht mehr mit irgendwas gerechnet habe. Ich hoffe, dann ist es nicht zu spät. Dann würde ich nämlich gerne nochmal bei meiner Familie ganz kurz vorbei. Und danach haben wir eigentlich nur noch vor, Film zu Hause im Bett zu gucken. Morgen müssen wir nämlich relativ früh aufstehen, weil Julians Familie ja kommt. Da haben wir alles fürs Brunchen vorbereitet. Wir müssen so um 9, denke ich mal, spätestens morgen aufstehen. Was ein wunderschönes Gebäude. Und da hinten, da ist der kleine Julian. Bibi, das Wasser nicht reinfallen. Heide, Witzka. Ich fühle mich voll belästigt, okay? Hör auf. Tja, jetzt ist er eingesperrt. Was? Ist eingesperrt. Ich bin nicht da drin stecken geblieben, nein. Doch. Da, benehmen, die Kamera läuft. Wir sind jetzt in ein paar Minuten bei meinen Eltern und weil ich natürlich jetzt nicht dran gedacht habe, meine Geschenke mitzunehmen, die gibt es jetzt erst am zweiten beziehungsweise Weihnachtstag. Einzupacken. Ja, richtig. Das ist jetzt echt ein bisschen armselig, aber ich habe jetzt einen Stopp an der Tankstelle gemacht, um meinen Eltern Blumen zu kaufen an Weihnachten. Das ist echt... Vor allem dein Papa, der wird sich riesig über die Blumen... Das müssen wir komplett rausschneiden, das ist ja super peinlich. Was denn? Meinen Eltern an Weihnachten an der Tankstelle... Ist doch egal, Hauptsache man bringt was mit, kommt nicht mit leeren Händen. Richtig! So, dann die Blumen von der Tankstelle sind auch schön. Plätzchen von der Tankstelle und dann wird sich richtig gefreut, meine Damen und Herren. Und dann tun wir so, als hätten wir die selbst gebacken. Geht jetzt nicht mehr, weil... Jetzt sehen Sie das Video, genau. Ja. Nimm jetzt einfach den hier, oder? Da habe ich echt einen schönen Strauß ergattert, Leute. Oh, Tannenbaum! Oh, Rosenzweig! Ich hab den Sport-Plus-Modus drin! Ich dachte, du schnappst die Kamera. Ja, die ist kaputt. Nein. Das sah nur so schwarz aus. Die ist so weggeflogen. Ja, ich sag, ich hab den Sportmodus. Wir sind jetzt gerade bei meinen Eltern angekommen. Ja, alles gut? Alles gut. Suchst du eine Vase für die Blumen? Ja. Meine Mama hat sich sehr über den Blumenstrauß gefreut. Über die selbstgepflückten Blumen. Genau. Hier ist der wunderschöne Weihnachtsbaum. Da ist die Katze. Nein, ich hab doch stimmt nicht. Ich hab gesagt, die Form sieht besonders aus. Aber der ist sehr schön. Wir kriegen übrigens jetzt auch Geschenke, habe ich gehört. Stimmt's, Mami? Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf. Komm mal her. Dir die Geschenke zu geben und den Julian. Eine CD? Ja. Von der Miley? Ja. Echt? Danke, Mama. Meine Mama kann die schönsten Geschenke einpacken auf der Welt. Wir haben dann irgendwann mal die Kamera ausgemacht und ich habe auf jeden Fall noch eine Drohne geschenkt bekommen von Biancas Eltern. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Danke nochmal an dieser Stelle für diese coolen Weihnachtsgeschenke. Oh. Die Bianca zeichnet! Zeig, was Nein. du zeichnest! Zeig, was du zeichnest, Bianca! Ich habe mal angefangen! Ja, dann zeig deinen Start! Nein. Zeig jetzt! Das ist voll Hör mal auf! Bitte. Sieht doch voll... Zeichnest du diese Frau da? Nein! Wen zeichnest du dann? Irgendjemanden. Aus dem Kopf zeichnest du? Ja. Lava, Bruder! Korrekt. Korrekt. Korrekt, Bruder. Heute war nicht so viel los, ne? Aber wir haben halt heute einfach wirklich, auch beim Essen haben wir irgendwie 10 Minuten mal was gefilmt oder so und haben, wir saßen, glaube ich, 4 Stunden allein eben bei diesem Brunch und haben das so Brunch. Habe ich Brunch gesagt? Julian, das ist ein Arsch, immer dran denken. Nee, nicht heute an Weihnachten. Boah, wenn du der Meinung bist, nein, 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 du bist... Wenn du der Meinung bist, dass ich heute ein Arsch bin, nein, dann werde ich jetzt Kugeln nein, kaputt nein, nein, machen. Nein, 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 ich nehme alles. Dann schreibt er es keinen hin. Mach dann Chaos. Wieso habe ich das nicht schon längst vorher gemacht? Wo ist die Farbe? Och Mann. Julian ist kein Arsch.
Hi, ich bin Julian. Ich bin ziemlich cool. Hi, ich bin die Bianca. Ich bin nicht so cool. Wieso bin ich nicht cool? Ich will meine Person selber sprechen. Können wir das mal so ein Puppenspiel machen? Warte. Hi, ich bin der Julian und ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Habt ihr da irgendwen für mich? Irgendein hübsches Mädel? Hi. Oh mein Gott. Da bist du denn. Du bist ja knuffig. Ich will dich küssen. Stopp, mein Hartes. Oh, nicht so stürmisch. Du weißt ja was, lass mich irgendwie. Stell dich mal hin. Stell dich mal hin. Meinst du so? Bianca? Ja. Möchtest du mich heiraten? Warte, das ist alles viel zu schnell. Nein, bitte, sag ja. Nein, ich will dich nicht heiraten. Warum hast du Nein gesagt? Ich kenne dich gerade mal eine Minute. Ich bin doch gerade vor dir. Du blödes Arsch. Nein, hast du. Nein. Scheiße. Hab ich's kaputt gemacht? Da kam gerade voll Gips raus. Du Arschloch! Hab ich's kaputt gemacht? Hast du gerade meinen Hochzeitsantrag abgelehnt? Nein. Das kam, also ich kenne dich gerade mal seit einer Minute. Erst machst du meine Weihnachtsfigur kaputt. Da kommt jetzt die ganze Zeit wo jetzt raus. Dampf, Gips aus dem Bein kommt. Ja, Julia, was denkst denn du? Du hast meinen Hochzeitsantrag abgelehnt! Nein, die hat Zeit! Du bist die! Red doch noch quietschiger, bitte. Ja, chill mal. Ich würde dich noch nicht ablehnen. Das ist doch nur eine Scheißfigur. Red dich eine Scheißfigur? Sorry, aber da reden wir wohl von deiner. Du hast ja wohl nicht mehr alle im Kopf. Das ist ein Puppen. Dann wären die beiden jetzt halt verlobt. Aber nein, du hast es abgelehnt. Gut zu wissen. Oh, das war echt... Die eigentlich sind die immer zueinander geneigt. Guck mal jetzt meine Figur guckt jetzt weg. Die hat jetzt keinen Bock mehr. Der hält jetzt Ausschau nach einer neuen. Aber warte doch mal, ich war voll in meinem Film. Und der da hat gerade gar keinen Bock mehr auf die da. Die sind jetzt divorced. Die sind getrennt, mein Bruder. Das tut mir leid. Nee, mach mal eine Biege. Ich will dich doch heiraten. Nee, ich will eine andere. Bitte, ich will Außerdem bist du hässlich. Ich will... Boah, du Arsch. Und das an Weihnachten. Das an Weihnachten. Eine scheißgeile Idee. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Nein. Nein, sag nicht, das passt. Wie geil ist das? Geil. Boah, sieht das cool ab. Boah, die sind einfach, das ist schon, wir sind schon, also... Warte, der guckt noch zu sehr zu dir rüber. Ihr kommt nicht einmal Trollfreunde. Verlosung. Bianca, du musst das doch anziehen, damit du jetzt die Verlosungswichtel, Bianca, bist mit dem Hut. So, was gibt's zu gewinnen? Ihr könnt in diesem Video ein iPad gewinnen. Ihr müsst einfach nur dieses Video kommentieren. Mit jedem Kommentar, den ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Und außerdem, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, Link dazu ist in der Infobox. Ein Klick ist kostenlos und das war's. Überlegt euch das mal. Erstmal, Julian ist kein Arsch mehr und dann kriegt er auch noch einen Korb. Juli, es war doch nur ein Spiel. Ein Spiel. Ein Puppenspiel. Nennst du unsere Liebe auch ein Spiel? Ein Puppenspiel. Stell dir mal vor, irgendwann knie ich mich hin, um dir einen Hochzeitsantrag zu machen und bin dann immer noch größer als du. Damit ist dieses Video beendet. Schaltet morgen unbedingt um 14 Uhr wieder ein. Da kommt das nächste Video online.